Well, I won't back down. No, I won't back down. Wiglaf Droste, Satiriker aus Berlin. Am vergangenen Dienstag wollte er die schwäbische Provinz in Tübingen belesen. Eine Manzen-Rollkommando wollte das verhindern. Der Grund? Zu oft hatte Droste feministischen Übereifer im Kampf gegen vermeintliche Kinderschänder als Betroffenheitshysterie geoutet. Besonders ein Text aus seinem neuen Buch ist den Damen ein Stachel im Fleisch. Titel: Der Schokoladenonkel bei der Arbeit. Endlich finde ich die Schokolade, reiße die Zellophanpackung auf und biete dem kleinen Mädchen einen der weißen Käfer an. Kann ich alle? Nein, nur einen. Da blitzt es mir sieben durchs Hirn. Ach du Scheiße. Jetzt bist du dran. Jetzt haben sie dich. Das gefundene Fressen für die, schreckliches Wort, Kiezkamarilla, die durch die Gegend streift, aufgepeitscht und gierig, auf der Suche nach Tätern, gerne auch Väter als Täter. Oha, jetzt bist du reif, sie liegen im Gebüsch, die ganze Gegend rund um den Görlitzer Park ist vermint mit einschlägigen Plakaten und Graffiti. Die Situation ist absolut eindeutig. Ich bin der Mann, der einem kleinen Mädchen im Park Schokolade gibt. Nachdem die Lesung auf der Bühne geplatzt war, fand sich schnell ein neuer Raum. Doch auch hier zeigte sich Frau wenig konsensbereit. Jetzt machte der Satiriker von seinem Faustrecht Gebrauch, vor allem gegen männliche Unterstützer. Bist du da? Ja, ja. Hey. Du bist im Scheiße. Hey. Bist du hier? Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Jetzt geht die Tor auf. Hey. Ein Stück Scheiße. Haltet mich fest! Haltet mich fest! Das ist ja das, was sie genau wollen. Dass man sagt, ich bin jetzt rechts gegen die. Und das kommt absolut nicht in die Tüte. Und deswegen muss man dagegen halten. Und da rufe ich mir auch nicht auf so was Schlabberiges wie Demokratie oder sowas. Sondern man muss einfach sagen, ihr seid nicht die, für die ihr euch ausgebt. Ihr seid nicht links, ihr seid nicht antifaschistisch. Eure Methoden sind autonome SA, BDM. Ja, und euer also kopfmäßig seid ihr vielleicht sogar noch ein bisschen blöder als die. Richtige Antwort muss er pfeifen in den Wind. Ich glaube, etwa 90-95% der meisten Texte, die geschrieben werden, täte es ja gut, wenn sie das Licht der Welt nie erblickt hätten. Das hat mit Zensur nichts zu tun, sondern mit Qualität. Ja, also gäbe es in diesem Land einen Geschmack, der etwas wert wäre, dann gäbe es kein Buch von Dieter Bohlen. Das ist doch klar. Darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, was man verkaufen kann. Ausgeplündert werden in Paris. Der Franzmann nimmt gern das und gibt dir dies. Kaffee und Croissant, nur ein Chanson. Dazu ein Chanson, oui, oui, c'est si bon. La vie, sie ist ausgesprochen fies. Ausgeplündert werden in Paris. Großer Auftrieb auf dem Trottoir. Voulez-vous mit mir noch heute soir? Ja, der Franzose findet sich groß. Er macht viel Alarm und hält das für Charme. Er flirtet und sieht dabei auf die Uhr. Er schreitet gerne pünktlich zu Glamour. Ein Mann wird gejagt. Sein Verbrechen, spitze Worte. Ratzinger will Jesus werden, nicht erst im Himmel, schon auf Erden. Du willst sein wie Jesus Christus? Nimm den Hammer und dann bist du's. Der WDR hat alles dafür getan, dass ich diesen Text nicht lese. Also, falls jemand Schmerzen hat, möge er... Wiglaf Droste wollte ein Spottgedicht über den Kardinal Ratzinger vorlesen. Ratzinger will Jesus werden. Der WDR drehte ihm einfach den Ton ab. 3 Minuten raubte man dem Dichter seine Stimme. Wiglaf Droste, Autor und Gelegenheitssänger, Hassobjekt für alle. Diese Woche im Zeitmagazin sein Soldatengedicht. Schlusszeile: Mörder soll man Mörder nennen.
Er selbst ermordet Ossis und schneidet ihnen die Bärte ab, in seinem Roman kürzlich in der Taz. Empörte Grüne fordern daraufhin einen Boykott der Zeitung. Thema Kinderschänder. In einer Geschichte macht er sich lustig über die Hysterie. Er wird zum bösen Onkel, nur weil er einem Mädchen Schokolade schenkt. Prompt pöbeln die Autonomen, Droste schützt die Täter. Ich weiß schon, was sie schreiben werden. In der Schweinepresse von Bild bis Emma. Der Michael Jackson vom Görlitzer Park. Es kam schlimmer. Autonome sprühten Buttersäure in seinen Lesungen. Ostgrüne protestierten gegen seine angeblich faschistische Terminologie. Droste kann trotzdem noch lachen. Ein paar echte Freunde sind dem sperrigen Schreiber treu geblieben. Am 20. Juli 1999, als Gerhard Schröder, sein Verteidigungsminister, sein Außenminister im Bendlerblock eine Rekrutenvereidigung durchführen ließen und 20 Berlinerinnen und Berliner dazwischen liefen, nackt, um das zu stören, und die dann von Feldjägern mit wirklich großer Brutalität dort entfernt worden sind. Die Zeremonie ist umstritten, der Anlass nicht. Öffentliches Gelöbnis für 430 Rekruten auf historischem Terrain. Damit hatte keiner gerechnet. Getarnte, eingeschmuggelte Demonstranten versuchten, die Zeremonie zu torpedieren. Irritation. Dann gelassene Reaktion. Der Kanzler räumt auf. Während der Kanzler aufräumte, begann der Dichter zu dichten. Und ich habe das in der Taz kommentiert und habe Schröder deshalb als obersten Waschbrettkopf des Landes bezeichnet und die Feldjäger auch als Waschbrettkopf. Die haben mich dann deswegen verklagt. Das war ein Major Güldner aus Leipzig. Das war das Feldjägerbataillon, das diese große Tätigkeit da durchgeführt hat. Waschbrettkopf, du bist nicht alleine, nein, Waschbrettkopf kann nicht prima sein. Den Schock der Klage verarbeitete der Dichter kreativ in einem Song. Doch weder kritische Lieder noch Gutachten verhalfen der Kunst zu ihrem Recht. Droste wurde zu 2.100 Mark Geldstrafe verurteilt, die Strafe 2 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Also die Bewährungszeit läuft jetzt im Januar 2003 ab. Ja, also, aber so, die, so als Krimineller auf Probe lebt es sich eigentlich auch sehr angenehm. Ich kann das sehr empfehlen. Wenn wir bei Propaganda sind, dann sind wir bei Sprache. Und da muss ich mich schon über das Wort wundern, das hier mehrfach gefallen ist, das Wort Eingriff. Das Wort Eingriff, also da fällt mir wirklich nur ein Witz zu ein, Soldaten sind Schießer mit Eingriff. Also es ist kein Eingriff, es ist Krieg. Und das Wort Eingriff suggeriert, dass es sich da um eine kontrollierte medizinische Operation handelt, wo man also quasi ein Geschwür rausnimmt und hinterher ist alles wieder gut. Es war aber vollkommen klar, auch das Wort Intervention oder humanitäre Intervention wurde gerne dazu gesagt. Es wurde das Wort Krieg in den ersten 6 Wochen des Krieges, wurde das Wort Krieg vermieden. Es kam in den Nachrichten nicht vor. Es war das Wort Eingriff. Kampagne wurde mal gesagt, gut, die Leute, die Französisch können, die wissen dann, dass Kampagne auch Krieg bedeutet. Aber es klingt einfach sehr leid. Da findet also so was statt, was wir nicht richtig mögen. Aber wir haben das im Griff. Und unsere Politiker wissen, was sie tun und warum sie es tun. Und dann kommt man nämlich von der Propaganda ganz schnell zum Thema Moral. Dieser Krieg ist von Anfang an ausschließlich moralisch begründet worden. Und das haben Sie vorhin eben auch gesagt. Es ist von vornherein eigentlich der höchste Maßstab genommen worden. Man hat gesagt, Milosevic ist Hitler. Und was passiert, das ist Auschwitz. Und wenn das so wäre, wenn das wahr wäre, dann müsste man selbstverständlich sofort alles tun, um das sofort zu beenden. Und dann ist auch tatsächlich jedes Mittel gerechtfertigt. Die Frage ist nur, wenn das von vornherein gesagt wird, hier handelt es sich um eine Wiederholung von Auschwitz, stimmt das? Denn wenn das stimmt, hat das alle Folgen. Und es wurde ja nicht dadurch besser, dass man es immer wiederholt hat. Es ist einfach nicht bewiesen worden. Und wenn Rudolf Scharping sich hinstellt und 20 Tage lang jeden Tag 10-mal Auschwitz ruft, dann ist das für mich ein widerwärtiger und obszöner Anblick. Wenn ein Kriegsminister das sagt, was bedeutet, wir müssen bombardieren, und da kann man sich auch dann nur dahinter stellen, dann muss das stimmen. Und was macht Rudolf Scharping? Er hat nachweislich Bilder von vor dem Krieg genommen, hat sie hochgehalten in die Kameras und hat gesagt, es seien Beweise serbischer Kriegsverbrechen.
Das war im April. Es ist ihm nachgewiesen worden von Journalisten, dass diese Bilder aus dem Januar stammen und dass es sich um Bilder von einem Gefecht zwischen serbischen Einheiten und der UÇK gehandelt hat. Die Toten waren uniformiert. Das gegen Propaganda. Ja, es gibt genau. Also immer Journalisten, ja. Die dann doch kommen. Ja, ich möchte aber noch sagen, wie es geendet hat. Daraufhin hat Rudolf Scharping gesagt, das spiele überhaupt keine Rolle, denn es ging darum, der Bestie ein Ende zu machen. Und da frage ich mich da wirklich, welcher Bestie? Der Bestie Scharping, die vor zwei Jahren noch bei der Bild-Zeitung, bei der Tour de France, vier Wochen lang da den Kolumnisten gespielt hat, auf dem Fahrrad, in Radlerbuchsen und im Rennfahrerleibchen da rumgefahren ist. Eine zutiefst würdelose Figur. Gedopt oder nicht gedopt? Rudolf Scharping, sicherlich gedopt an sich selbst, an seinem eigenen Ehrgeiz. Und natürlich kann man sagen, Männer mit Minderwertigkeitskomplex sind immer eine Pest. In dem Fall, wenn sie aber Kriegsminister sind. Und Scharping hat nach dem Krieg gegriffen wie ein Hund nach dem Knochen. Er hatte nichts anderes. Er war eine vollkommen abgemeldete Figur in der deutschen Sozialdemokratie, die als solche ja schon abgemeldet ist. Also er war wirklich die unterste Sohle der Sozialdemokratie. Gebleicht. Als es beinahe dunkel war, war der Strand erreicht. Und wir stiegen aus und rannten, barfuß durch den Sand, küssten und umarmten und tanzten einen Freudentanz. Da sahen wir hinter den Dünen aus Beton eine Wand und ein großes Schild davor, auf dem geschrieben stand: Willkommen im Hotel California. Also ich habe als zweijähriges Kind angefangen, nachts zu singen. Mhm. Und da ich aus Westfalen komme und die Westfalen für sowas komische Wörter haben, das hieß Lömmern. Aha. Und meine Eltern waren furchtbar genervt, weil die immer nachts wach wurden. Ja. Irgendwann waren sie dann auch ein bisschen besorgt, weil vielleicht ist ja defekt, kaputt, Kind kaputt. Und so nahm ich meine Mutter mit zum Kinderarzt und sagte, ja, der Junge lömmert. Und der Arzt dachte, was? Ja, und dann sagt er, ja, der singt nachts, jede Nacht laut und singt so Lieder und Melodien und sowas. Und dann sagte der Arzt nur, tja, ist ein ganz klarer Fall, dem Kind fehlt die Nestwärme. Und er kannte aber meine Mutter nicht, die hat ihm fast die Augen ausgekratzt und sagte nur, zu solchen Ärzten brauche ich überhaupt nicht zu gehen. Riss mich an sich und danach war das völlig okay mit dem Singen. Mit dem Lummen. Lömmern. Lömmern, Entschuldigung. Lö, ja. Lö. Danach habe ich dann gelömmert und das habe ich dann irgendwann sein gelassen und habe dann irgendwann mal richtig gesungen. Also unsere Devise lautet, wir schnallen den Gürtel weiter. Und es geht um Lebensmittel aller Art, also jetzt nicht nur Dinge, die man aufessen kann. Es sind Sachtexte und literarische Texte. Und es geht in den Sachtexten vor allen Dingen schon der Lebensmittelverbrecherindustrie ziemlich an den Kragen. Also wir legen uns da mit so Großkonzernen wie Maggi, Knorr oder Nestle äußerst gerne an. Wir sind aber keine Pädagogen, also wir haben jetzt nicht den Wunsch, Leute zu quälen, sondern sie sollen einfach über die Freude am Lesen, auch die Freude des Lebens eigentlich so sich einverleiben. Gibt es mal eine kurze Kostprobe oder dauert es jetzt zu lang? Nein, das dauert ganz, ganz schnell. Ja, ich kann auch kurze Texte schreiben. Sitting Küchenbull heißt das. I'm gonna sing Hey Zwiebelring, auch du my little chicken wing, swing her zu mir, zu Mutter. I wanna shout out Sauerkraut, yeah, shout it loud and shout it proud. Ich spare nicht mit Butter. Cry me a river Spiegelei auf einem Berg Kartoffelbrei, I do it mit Spinat. Yes, I will croon the Freilandhuhn, vom White Wine ist es schon ganz dun und innen drin sehr zart. Mein Lieblingsduft heißt Rotweinhauch. I'll never need no Waschbrettbauch, ich stemme keine Hantel.
Ich stehe am Eigenherd und brat, I'm gonna fart the Zwiebeltat im coolen Schinkenmantel. Hoch in der Gunst steht Bratendunst. Was ist die wichtigere Kunst? Das Kochen oder das Singen? Dies ist mein erstes Menschenright. I'm gonna fight for Essenszeit. Man mag den Nachtisch bringen. Es ist ja niemandem damit gedient, wenn man schlecht lebt. Also ein alter anarchistischer Satz ist, ein gutes Leben ist immer die beste Rache. Antialkoholisches. Ja, ich sehe es schon vor mir, das Defilé von Nektar, Brause und Co. Hi, wie sie die Temperenzler-Transparente schwenken. Glenfiddich, verpiss dich, niemand vermisst dich. Voll aufs Maul, saurer Paul. Apfelkorn und Persiko gleich Seveso. Ein kleiner, bebrillter Zitronensprudel verteilt Traktate. Erst süppelten wir Kellergeister, dann spritzten wir Wodka. Opfer innen packen aus. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Als ich ungefähr 14 war, da wurde Heinrich Böll der geistigen Vaterschaft des Terrorismus bezichtigt. Völliger Quatsch. Das war 1975. Heinrich Böll ist auch, glaube ich, kein guter Schriftsteller. Aber das ist egal. Also, ich dachte mir, ein Mann, eine Schreibmaschine, ein Stuhl, ein Stoß Papier und damit kannst du die ganze Welt herausfordern. Besser geht es nicht. Satiriker möchte man nicht gerne heißen, weil das Publikum, speziell das Fernsehpublikum, dann denkt, jetzt kommt Hans-Dieter Hüsch. Oder Dieter Hildebrand. Es gibt schon Stücke, die Notwehrcharakter haben. Wenn die Zumutungen dann doch zu arg werden, dass man dann einfach mal sagt, so, jetzt gebe ich zurück. Und zwar mit besserer Münze, als die Zumutungen dann kommen. Als scharfzüngiger Beobachter der herrschenden Verhältnisse blieb der Polemiker der Taz erhalten und sorgte letztes Jahr für neuen Aufruhr. Mit seiner Deutschland-Groteske, der Barbier von Bebra, setzte er sich wieder einmal zwischen alle Stühle. Zwischen allen Stühlen sitzen ist eine Formulierung, die in 25 Jahren Kleinkunst, Kabarett und Gesinnungsbranche vollkommen verbrannt ist. Inhaltlich ist das schon so, dass man öfter auch mal die Hand zum Beispiel beißen muss, die einen füttert und loyal. Würde ich mal sagen, ist das Hundefutter bei Aldi. Nicht rauchende Frauen sind sowas wie Eva Braun und müssen daher das Schicksal Eva Brauns teilen. An der Seite eines bekloppten Vegetariers verdorren. Claudia Nolte zum Beispiel würde niemals rauchen, denn die deutsche Frau raucht nicht, sondern riecht ein bisschen nach Turnhalle und Medizinball und sieht auch genauso aus. Es gibt nichts Faszinierendes an Hitler, aber solange Guido Knopp in Deutschland als Historiker gilt, wird Hitler als Faszinosum gelten und als Dämon. Es hat aber nichts Dämonisches. Hitler war ein Versager an jeder Front. Er war fanatischer Nichtraucher, er war fanatischer Nichttrinker, er war fanatischer Vegetarier. Seine Frau Eva Braun lag im Bett, verdorrte, während er ums Bett paradierte und Reden schwang und sich selbst mit dem deutschen Gruß grüßte. Das war Hitler. Mehr muss man über Hitler eigentlich fast nicht wissen, außer dass zum Beispiel, was Sebastian Haffner über ihn geforscht hat, ein dünnes, billiges Buch, Anmerkungen zu Hitler, das ist die Grundausstattung. Wenn man das gemacht hat, kann man, wenn man unbedingt will, sei es aus Propagandazwecken wie Rainer Zitelmann, der Hitler verehrt, dann kann man sich irgendwo meinen Kampf besorgen, ist doch gar kein Problem. Also ich habe es zwar mal gelesen, ich kann sagen, es ist ein vollkommen wertloses Buch, dessen einziger Wert tatsächlich darin besteht, dass man die Leugner der hitlerschen Absichten und die Leute, die behaupten, sie hätten nie was gewusst, meinen Kampf zwar gelesen, aber trotzdem nichts gewusst, die kann man widerlegen, denn es steht alles drin. Ansonsten braucht man dieses Buch für nichts. Also alles für toll zu erklären und dann sagen, ich liebe das Leben, das ist Pipifax, das ist leicht. Aber das ganze Elend, ohne sich anzulügen, zu betrachten und die volle Dosis entgegenzunehmen und dann trotzdem sagen, ja, ich will, das ist Leben. Biglerfund in Berlin würde aber unglaublich gerne auch auf an der mecklenburgischen Seenplatte wohnen. Warum?
Das ist vorbildlich menschenleer da. Also man ist da, wenn man in den See springt, dann sieht man ganz, ganz sympathische Tiere. Haubentaucher. Die sehen ein bisschen so aus. Ich weiß. Und als ich gehört habe, dass das deine E-Mail-Adresse ist, war ich ganz begeistert, weil Haubentaucher sind unglaublich schöne Vögel. Man schwimmt dann so auf die zu. Und die lassen dann noch ein bisschen näher rankommen. Und dann irgendwann taucht dann der schönere von beiden unter. Und das ist immer der Haubentaucher. Und taucht dann 30 Meter weiter wieder auf. Und manchmal zieht der Haubentaucher aber so drei kleine Haubentaucher hinter sich her. Sieht einfach wunderbar aus. Mhm. Und herrlich. Die quatschen einen noch nie voll. Ja, also Wörter bedeuten ja nicht nur was, die müssen ja sich auch noch gut anhören. Mhm. Und da gibt es dann aber auch noch einen Zusammenhang. Also wenn es sich jetzt nur gut anhört oder nur was bedeutet und schlecht klingt, dann fehlt was Entscheidendes. Also es geht ja eigentlich immer um die sehr gelungene Symbiose von Inhalt und Form. Und das Ohr ist ein äußerst sensibles Organ. Mhm. Also ich glaube, das menschliche Trommelfell ist das Empfindlichste, was man so hat, verglichen mit dem extrem unempfindlichen Auge, das unempfindlich sein muss, sonst kann den Beweis nur umgekehrt führen. Also das menschliche Auge muss umgekehrt sein, muss sehr unempfindlich sein, sonst hätten schon sehr viele Leute ihre Fernsehapparate weggeschmissen. Ist es mit dem... Wie viele Jahre muss ein großer Berg leben, wie sie sind gewaschen von der See? Und wie viele Jahre muss er geben einem Volk, bis er frei sei, durch alles Hurra? Und wie oft muss er Massa drehen seinen Kopf und immer tu so, als ob nichts zu sehen? Richtig Antwort, gut Freund, muss er pfeife in den Wind. Richtig Antwort, muss er pfeife in den Wind. Oh, richtig Antwort, gut Freund, muss er pfeife in den Wind. Richtig Antwort, kann er rauchen in den Pfeif. Am Himmel stehen die Sterne, sie leuchten nur für mich. Sie haben mich auch noch gerne. Ich glaube, die sind nicht ganz dicht.